Wir haben schon ein paar Mal gesprochen über das Thema Spalten von Steinen. Und ich habe euch ja gestern was erzählt, wo ich gesagt habe, im Wesentlichen, wenn du es schaffst, dich auf den Stein einzustellen, und ich meine das wirklich ernst, ist es wesentlich leichter, den Stein zu bearbeiten. So, natürlich ist es so, jeder Star hat im Wesentlichen eine gewisse kristalline Ausrichtung. Das heißt, wie die Kristalle, wie die Struktur in dem Stein läuft sozusagen, die solltest du natürlich, sage ich jetzt einmal, sehen oder entsprechend wahrnehmen, weil es dadurch wesentlich leichter geht. So, zum Beispiel bei der Messe in Nürnberg zeige ich immer wieder her, Spalten von Leistensteinen in der Längsrichtung. Wo die meisten Leute sagen, ja, das ist ja nicht möglich und wie willst du jetzt so einen 20 cm hohen Granitleisten spalten? Nur, wie ich es gestern erzählt habe, ist das Spalten von vor allem Hartgestein eine Sache, wo du mit wenig Kraft, aber mehr Zeit zu einem super Ergebnis kommst. Das bedeutet, wenn du dem Stein einfach Zeit gibst und die Energie, die mehr und mehr durch das Spalten, durch die Schläge in dem Stein gespeichert ist, tut ihr Übriges dazu. Das heißt, irgendwann wird er brechen. Und das zeige ich jetzt. So. Meine Empfehlung ist auch die, generell einen leichten Hammer zu verwenden. Das heißt, schwere Hämmer, 1500 Gramm, 2000 Gramm, absolut sinnlos. Ich bin der Meinung, ein 1000 Gramm Fäustel, der leicht und handlich ist, der was einen eher weichen Kopf hat, der handgeschmiedet ist, ist wesentlich besser beim Steinespalten. Das Sprengeisen leicht schräg ansetzen und im Optimalfall bist du in einer Position, wo du den Hammer seitlich rausführen kannst. Und dann mache ich immer vorher so zwei, drei Schläge, dass die Klinge vor dem Sprengeisen sich anlegt, sozusagen. Okay, hat nichts mit Kraft zu tun. Überhaupt nicht. Zum Untergrund natürlich auch. Wenn du Steine spaltest, im Optimalfall ein fester, jedoch nicht harter Untergrund. Das heißt, wenn du einen Schotterkörper hast, eine ganz normale Planie, eine Frostschutzschicht, da drauf Steine spalten, ist auch noch für sich perfekt. Kleinpflaster. Meine Empfehlung ist die, schau dir den Stein vorher an. Und ich sage jetzt einmal salopp frech, entscheid, ob er es überhaupt spalten lassen will. Die Variante ist noch, dass du einen sogenannten Magiestift nimmst. Den gibt es ja bei uns, das sind Magiestifte. Wenn du den Stein nämlich anzeichnest, ist es so, dass er dann natürlich genau an dieser Stelle bricht. Ist logisch, oder? So, und das ist ja das, was ich letzte Woche gesagt habe. Wenn der Stein nicht nach ein, zwei, maximal drei Schlägen bricht, geben weg. Macht keinen Sinn. Okay? So, ihr seht natürlich auch, wie genial dieser Magiestift funktioniert. Genau an der Stelle, wo ich angezeichnet habe, hat er natürlich seine Wirkung getan. Also, Martin, du siehst, das ist wirklich ein Top-Stift. Gibt es, glaube ich, auch irgendwo bei Amazon unter Magie-Spaltstift, keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. So. Genau. So, jetzt ist natürlich auch immer wieder die Frage:
du hast Steine zum Bearbeiten irgendwo bei Anpassungen, Richtungswechsel, irgendwo zu Einbauten hin, vielleicht einmal gerundet. So viertelkreisförmige Steine, gerade beim Richtungswechsel werden die benötigt. Auch wieder im Optimalfall anzeichnen. Und geht genauso. Okay? Da ist keine Kraft dahinter. Versteht's mich? Ich mache das alles ohne Kraft. So. Nur der Punkt ist der, wo ich mir sage, du willst natürlich den Stein auch, ich sage jetzt einmal bewusst anschauen, ob er da überhaupt in der Art und Weise brechen will, wie du das vorsiehst. Weil seht ihr, wenn ich den falsch nehme, kann ich draufschlagen, was ich will und er schert mir aus. Okay? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist zum Beispiel ein Stein, wo ich super Dreieckerl rauskriege. Wichtig beim Einsatz mit dem Sprengeisen, dass du den Druck auf den Stein hältst. Das heißt, dass die Klinge wirklich satt aufliegt. Okay. Schaut her, die Frage ist durchaus berechtigt, warum sind die Steine nass? Wenn die Steine staubig sind, so wie es da jetzt ist, ist es natürlich relativ schwierig, dass ich so die Struktur ein bisschen sehe. So, es ist eine Kombination aus Wubu, sozusagen, schwing dir auf den Stein ein und sieh auch, wie er läuft, sozusagen. Okay. Okay. So, das geht aber nur, wenn ich sehe, wie er tut. Der hat schon funktioniert, er war noch wesentlich größer, daher hat er ein paar mehr Schläge gebraucht. So, und wenn ich mir bei einem Stein nicht sicher bin, dann mache ich es auch nicht. Es macht keinen Sinn. Okay? Wenn man mein Gefühl schon sagt, gib ihn weg, macht überhaupt keinen Sinn. So, solltest du in die Verlegenheit kommen, dass du sagst, okay, du brauchst ein paar halbe Großwürfel und irgendwie sind die gerade ausgegangen. Nicht anders wie beim Leistenstein vorher.
Der Punkt ist der, gib ihm einfach Zeit. Die meisten von euch glauben, das muss mit Druck gehen. Einfach Zeit lassen. Was du auch hören kannst, irgendwann verändert sich der Klang im Stein. Das heißt, wie er den Schlag annimmt. Und wenn ein Stein einmal nicht so schnell zum Spalten geht, hat es auf jeden Fall einen Vorteil, es wird warm dabei. Okay. So, das war ebenfalls ohne Kraft, nur konstant Energie eingebracht und irgendwann kling, fertig aus. Alles klar? So, das heißt, was ich will ist, nimm dir die Zeit, den Stein zu finden, der sich spalten lassen will. So, und wenn 5 Steine da liegen, kann es bedeuten, dass 4 nicht funktionieren. Nur wenn du vorher die Entscheidung triffst, sage ich, hast wesentlich mehr Spaß dabei, weil die Steine einfach vernünftig brechen. Vor allem, ihr habt viel weniger Abfall da. Okay? Alles klar? Wenn du die richtigen Werkzeuge zum Spalten oder generell Bearbeiten von Steinen benötigst, findest du diese bei uns im Webshop unter pavingtools.at. Natürlich freue ich mich auch sehr, dich bei einem unserer Seminare begrüßen zu dürfen.